Guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen, Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen, nochmal im Juni und heute mit mehrdimensionaler Integration. Und jetzt nicht nur in kartesischen Koordinaten, denn es ist langweilig, immer nur Quadrate und Rechtecke und sonst was zu integrieren. Wir wollen auch irgendwie schön rund berandete Sachen uns angucken können. Deshalb heute also mehrdimensionale Integration, Volumenintegrale in anderen Koordinatensystemen als kartesischen. Ich habe Ihnen wie üblich eine kurze Chatwall vorbereitet. Wenn Sie was anonym hier draufschreiben wollen, zum Beispiel über Ihren Englischunterricht, dass der irgendwie langweilig war dieses Jahr oder so. Keine Ahnung, wie jemand 2 Stunden vor der Vorlesung diese Session gefunden hat. Herzlich willkommen auch Hause am Bildschirm, haben wir auch zugeschaltet. Also packen Sie gerne Sachen, die Sie auf jeden Fall sehen wollen, auf die Chatwall wie immer oder melden Sie sich hier zu Wort. Wir haben gesagt, wir wollen viel rechnen, das heißt, die Theorie, die ist auf dem Blatt drauf gewesen. Sie konnten sich hier angucken, wie wir solche mehrdimensionalen Volumenintegrale ausrechnen, dass wir da immer so eine Determinante brauchen, wenn wir so einen Koordinatenwechsel durchführen. Wir kennen das so ein bisschen vom eindimensionalen Substitutionsregel. Da brauchen wir einmal eine Ableitung als zusätzlichen Gewichtsfaktor im Integral drin. Wenn wir die Variablen ändern, wenn wir statt über x über, keine Ahnung, x Quadrat oder Sinus x oder sowas integrieren, dann brauchen wir die Ableitung damit drin. Und so ist es hier auch. Der Ableitungsfaktor, der hier auftaucht, ist nachher so eine Determinante. Und das hat auch wirklich was damit zu tun, dass Determinanten eben Volumina messen. Das haben wir hier so ein bisschen erklärt in diesen 3 Videos, wie wir da hinkamen. Und jetzt wollen wir es einfach mal machen in verschiedenen Beispielen. Wenn wir dann dabei irgendwie wieder auf die Frage kommen, ja, warum eigentlich, wieso, dann können wir ja nochmal zurückgehen zu der grundlegenden Theorie, wozu es dazu kam. Vielleicht gucken wir erstmal, wie es funktioniert. Und die ersten Beispiele haben Sie auch schon gesehen. Ah ja, vielleicht sollte ich hier wieder umschalten, das vergesse ich immer. So, Entschuldigung an die Zugeschalteten oder Aufgezeichneten. Wir haben bisher das Schreibbild gesehen, hier nochmal die Anleitung, über die wir gerade gesprochen haben. Also die ersten Beispiele waren, wir integrieren in Polarkoordinaten statt in kartesischen Koordinaten. Statt x, y nehmen wir r und phi. Und dann können wir natürlich einen Kreis viel schöner integrieren. Das haben wir auch hingekriegt, als Beispiel eine Kreisfläche auszurechnen in kartesischen Koordinaten. Da brauchten wir Fallunterscheidungen und Wurzeln, Plus, Minus, Wurzel und mussten das irgendwie so aufstückeln schon, mussten wir um die Fläche eines Kreises zu berechnen, mussten wir eher die Flächen von 2 Halbkreisen berechnen und zusammenzählen. Jetzt wird es einfacher. Jetzt können wir wirklich die Kreisfläche berechnen, indem wir die in den Polarkoordinaten hinschreiben und die Integrale sind auch nicht weiter wild, kommt das sofort richtig raus. Dann gab es hier so ein Beispiel, dass wir ein eindimensionales Integral, dieses Integral über e hoch minus x², wo uns eindimensional zunächst mal keine Stammfunktion einfällt, dass wir das schön berechnen können, wenn wir das quadrieren und künstlich zu einem zweidimensionalen Integral machen, in diese Polarkoordinaten gehen und plötzlich ist es einfacher. Also, und ja, über die Ellipse haben wir letztes Mal schon ein bisschen gesprochen. Und dann war jetzt eben die Aufgabe, dass wir gerne die in der Kardioide eingeschlossene Fläche berechnen wollen. Die Kardioide ist dieses blaue Ding, was wir hier sehen. Und würden wir gerne berechnen, wie groß da der Flächeninhalt ist. Das wäre jetzt das erste Beispiel, wo ich mal mit Ihnen zusammen oder wer auch immer hier die Führung übernehmen will, darauf eingehen würde. Außer Sie haben erst noch mal Fragen, bevor wir einsteigen zu dem, was ich jetzt hier gerade
kurz durch die Anleitung durchgerannt bin. Dann starten wir mal mit der Kardioide. Ich habe jetzt keine Umfrage heute gestartet. Hat jemand den Flächeninhalt berechnet? Genau, wer hat es probiert? Wer hat es sicherheitshalber nicht probiert? Okay, und die, die es probiert haben, kam das raus? Ich hatte ein Endergebnis angegeben. Das kommt raus. Okay, gut. Dann gucken wir es uns aber jetzt trotzdem an. Wenn Sie nochmal den Weg vergleichen, wir können darüber reden, was man wie macht, worauf man gucken muss. Und dann sehen wir weiter, was uns sonst noch interessiert. So. Halte ich vielleicht sogar so um. Ich habe die Aufgabe hierher kopiert. Vielleicht eine Idee, gut, die es schon gerechnet haben, ist klar. Wie legen wir los? Wenn Sie es noch nicht gerechnet haben, womit müssen wir anfangen? Wäre so der allererste Schritt. Ja. Also, wir könnten uns erstmal überlegen, in welchen Koordinaten wir das rechnen wollen. Und da ist der Vorschlag, wir rechnen das zum Beispiel nicht in kartesischen Koordinaten, XY, so wie sie hier angemalt sind, sondern in Polarkoordinaten. Gut, das war hier vorgeschlagen. Ne? Sieht das wieder so ein bisschen grisselig aus, aber ich hoffe, das geht. Also, wir rechnen das in Polarkoordinaten. Und dann wäre die Frage, über welchen Bereich integrieren wir denn dann? Also wenn wir jetzt irgendwie die Fläche der Kardioide, was hier oben ja angegeben war, das ist ja die Randkurve, die ich hier hingeschrieben habe. Und jetzt ist die Frage, wie können wir denn die Fläche, also das, was ich hier hellblau angemalt habe, wie können wir denn das parametrisieren? Machen wir das vielleicht mal so. Fläche. Immer so eine Menge angeben. Sagen wir Paare R und Phi. Und dann ist die Frage, über welchen Bereich lassen wir R laufen und über welchen Bereich lassen wir Phi laufen. Wieder Vorschläge. Die es gerechnet haben. Vielleicht auch, wer es nicht probiert hat. Für welchen Bereich lassen wir Phi laufen? So. 0 bis 2 Pi. Also, das ist doch schon mal ganz gut. 0 kleiner gleich Phi. Kleiner gleich oder kleiner, das ist jetzt irgendwie wurscht, wenn wir nachher integrieren. Ja, es gibt nachher wieder den gleichen Punkt bei Pi. Okay, und was machen wir mit R? Das ist jetzt vielleicht interessanter. Ja. 0 bis 1 plus Cosinus Phi, sagen Sie. Okay. Jetzt ist die Frage, haben wir das alle gesehen? Oder sehen wir es jetzt, wo es gesagt ist? Oder fragen wir uns noch so ein bisschen, warum wir eigentlich bis 1 plus Cosinus Phi integrieren? Also abgelesen ist es offensichtlich hier. Und hier haben Sie das abgelesen, ne? Diesen 1 plus Cosinus Phi. Sehen wir alle, warum das vernünftig ist, oder ist das jetzt irgendwie mystisch, dass Sie hinschreiben? Ja? Ja, mystisch, okay. Ich
Ich mache mal einen Vorschlag. Ich rate mal, was Sie vielleicht gemacht haben, bevor Sie mir das vorgeschlagen haben. Sie haben das hier verglichen mit sowas hier. R Cosinus Phi, R Sinus Phi. Ja? Sie sind irgendwie auf die Idee gekommen, dass dieser Faktor, der hier vor dem Cosinus und dem Sinus stehen geht, jetzt das R sein müsste. Ja? Und tatsächlich ist das hier ja eine Kurve, das haben wir im Wintersemester mal gemacht, da haben wir auch so Kurven in Polarkoordinaten angegeben. Wir sagen hier, zu jedem Winkel, was ist der entsprechende R-Wert? Also wenn ich bei Phi gleich 0 bin, dann male ich irgendwie diesen Vektor hier, der hier hin zeigt. Und wenn ich dann Phi erhöhe, dann male ich irgendwie diesen Vektor und dann diesen. Und damit fahre ich insgesamt diese Randkurve hier außen ab. Also das macht dieser Ausdruck, der hier steht. Und jetzt wollen wir aber nicht nur die Randkurve abfahren, sondern wir wollen die ganze Fläche abfahren. Das heißt, wenn wir beim Winkel Phi gleich 0 sind, male ich fast das gleiche Bild, aber mit einer anderen Bedeutung. Wenn wir bei Phi gleich 0 sind, dann wollen wir hier vom Ursprung so bis zur 2 hin hier rauslaufen. Wenn wir dann einen höheren Phi-Wert haben, dann wollen wir die ganze Fläche ablaufen bis zum Rand hin. Die Randkurve, die ist bei 1 plus Cosinus Phi. Also wir wollen das hier so ablaufen. Und dann erhöhen wir Phi wieder ein bisschen und so weiter. Also hier von innen nach außen wächst immer R. Und hier im Kreis rum bei Phi. Wenn wir dann zum Beispiel bei Phi gleich Pi sind, in die negative X-Richtung, da gehen wir gar nicht weit, weil da kommt die Kardioide, die Randkurve ja hier gerade in den Ursprung rein. Da haben wir diesen Knick da drin. Und das passt auch. Wenn wir hier Phi gleich Pi einsetzen, ist der Cosinus minus 1, dann ist 1 plus Cosinus 0. Also da bleiben wir wirklich, da integrieren wir dann von 0 bis 0 in der einen Richtung. Und dann kommen wieder irgendwelche, also hier ist es immer kürzer geworden, wie weit wir integrieren, dann ist es 0 und dann kommen wieder immer länger werdende Strecken, wie wir das hier ablaufen. Also einmal rundrum und je nachdem, an welcher Stelle wir beim Rundrumgehen gerade sind, unterschiedlich weit. Ist das jetzt ein bisschen plausibler? Wir haben die Randkurve und wir müssen immer vom Ursprung hier jetzt bis zum Rand laufen. Das macht das hier. So, und jetzt können wir das Integral hinschreiben. Also Flächeninhalt. Da würde ich jetzt ein Integral hinschreiben, ein doppeltes Integral. Und dann brauchen wir vielleicht ein R-Integral und ein Phi-Integral. Ja, so geklammert. Brauchen wir Grenzen und hier noch irgendwie einen Integranten. Wollen Sie mir irgendwas vorschlagen für das eine oder das andere? Also was? Die Grenzen haben wir festgelegt. Okay, genau. Die Grenzen, das haben wir hier, hier, hier und hier festgelegt. Das sind die Grenzen, über die wir integrieren wollen. Also in Phi-Richtung integrieren wir von 0 bis 2 Pi und in R-Richtung integrieren wir von 0 bis 1 plus Cosinus Phi. So, und dann, was schreibe ich hier noch hin? Zwischen die Integrale und das dr d Phi. Habe ich überhaupt noch was hin? Ist jetzt eine wichtige Frage, die müssen wir alle beantworten können. Ich nehme jetzt mal die es eh schon durchgerechnet haben, nicht dran. Mag es mir jemand anders vorschlagen? Was kommt hier hin? Wir können uns auch langsam, ja. Eine 1 ist zwar noch nicht alles, aber eine 1 ist mal eine ganz wichtige Idee, denn Sie sagen, wir wollen den Flächeninhalt ausrechnen. Das heißt, jeden Punkt, den wir hier ablaufen,
wollen wir mit dem gleichen Gewicht haben. Deswegen ist unser Integrand eigentlich 1. Und das ist auch richtig, denn wir schreiben jetzt tatsächlich noch was hin, aber wir könnten mit gutem Recht behaupten, dass das, was wir jetzt noch zusätzlich hinschreiben, eigentlich nicht der Integrand ist, sondern hier hinten dem dr d phi mit dazugehört. Was schreiben wir da noch hin? Ja. Also wir schreiben jetzt hier noch ein r dazu. Und jetzt rein technisch, wenn wir das gleich integrieren, können wir natürlich sagen, hier und hier und hier und hier stehen die zwei Integrale. Und das hier ist der Integrand, mit dem wir jetzt arbeiten müssen, wenn wir das technisch abarbeiten. Aber logisch und anschaulich, tatsächlich ist das nicht der Integrand, sondern das gehört hier hinten mit dazu. So wie wir in kartesischen Koordinaten hier dx, dy schreiben, so schreiben wir hier r, dr, d, phi. Das ist also jetzt wirklich dieser Gewichtsfaktor. Mache ich das nochmal sichtbar hier. Das ist dieser Gewichtsfaktor, der hier so komisch aussah, Determinante dx nach dq und so weiter. Da haben wir also diese Variablentransformation von den Polarkoordinaten zu den kartesischen Koordinaten und zurück, diese Formel genommen, haben die x, y ausgedrückt durch r und phi, einmal nach r, einmal nach phi abgeleitet, mal 4 Ableitungen, die schreiben wir in eine Matrix rein, davon eine Determinante gebildet. Das Ergebnis dieser Rechnung, das, was hier diese blaue Determinante ist, das ist das r in diesem Fall. So geht das immer, wenn wir so einen mehrdimensionalen Koordinatenwechsel haben. Also ausrechnen tun wir das so, dass wir diese Ableitungen bilden und eine Determinante ausrechnen müssen. Und für den speziellen Fall Polarkoordinaten haben wir das hier in dem Video Nummer 6 auch gemacht. Wir können das auch anschaulich verstehen, jetzt für so ein spezielles Koordinatensystem wie die Polarkoordinaten, wo wir alles ganz gut sehen, wenn wir uns auch anschaulich klar machen, woher dieses zusätzliche Gewicht R hier kommt. Wenn Sie irgendwo hier an einen bestimmten R und Phi-Wert hingehen, dann ist die Fläche, die Sie hier überstreichen, wenn Sie ein kleines bisschen am Phi wackeln, die ist unterschiedlich groß, je nachdem, wie groß Ihr R gerade ist. Also wir tasten diese ganze Fläche ab. Und wenn wir am Phi wackeln, dann ist der Ausschlag, den mein Finger hier vorne macht, bei gleichem Winkel Phi hier, ist unterschiedlich groß, je nachdem, wie lang mein Arm ist. Und dieser Gewichtsfaktor R, das ist genau der hier. Wir tasten jeden Punkt in der Ebene ab, aber eine kleine Änderung, ein d phi, macht einen größeren Längenausschlag, wenn wir uns gerade bei einem großen R befinden, als wenn wir uns bei einem kleinen R befinden. Das ist die anschauliche Begründung dafür, dass wir genau diesen Faktor hier bekommen. Und in solchen Koordinatensystemen, wo wir das alles noch ganz gut sehen können, könnten wir uns das vielleicht auch von Hand einmal überlegen. Ja, dann wissen wir in Polarkoordinaten immer ein r, d, r, d, phi. Und wir wissen aber auch im Allgemeinen, wenn wir irgendeine Koordinatentransformation machen, wie wir es einfach ausrechnen können mit Hilfe dieser Determinante. So, und jetzt steht das Integral da. Jetzt brauchen wir es nur noch ausrechnen. Ach so, und wichtig ist die Reihenfolge, immer von innen nach außen. Wir müssen zuerst das R-Integral ausführen und da mussten wir auch beim Hinschreiben drauf aufpassen, das haben wir jetzt gleich richtig gemacht, dass wir das R-Integral nach innen geschrieben haben und das Phi-Integral nach außen, weil wir nämlich im R-Integral hier Phi-abhängige Grenzen haben. Umgekehrt hinschreiben wäre irgendwie unsinnig. Wir wollen ja nicht, dass am Ende, ja, wenn wir das R-Integral ausführen, bleibt das Phi-abhängiges übrig und dann führen wir das Phi-Integral aus und am Ende bleibt eine Zahl übrig. So passt alles zusammen.
Also berechnen wir das R-Integral, dann haben wir hier ein Integral 0 bis 2 Pi. Dampffunktion für R, nehmen wir mal R² halbe. Das haben wir zu integrieren, dann schreibe ich es vielleicht auch wieder so ausführlich hin, von R gleich 0 oder auszuwerten an den Grenzen bei R gleich 0 und bei R gleich 1 plus Cosinus Phi. Und dann haben wir noch ein E Phi übrig. Jetzt haben wir das R-Integral ausgeführt. Vielleicht markiere ich das mal so. Aus diesem Bereich hier, dem ist jetzt das geworden. Die Integral haben wir noch nicht angefasst. Wenn Ihnen irgendwas Spanisch vorkommt, dann stoppen Sie mich bitte. Also, was haben wir dann hier? Jetzt haben wir 1 plus 2 mal Cosinus Phi, ich quadriere das gleich aus, das 1 plus Cosinus in Klammern zum Quadrat, plus Cosinus Quadrat Phi, halbe. Das müssen wir jetzt hier integrieren, die Phi. Und rechnen wir mal hier weiter. Also wenn ich ein halb integriere, ich habe hier drei Terme, ich schreibe es mal ausführlich hin. 0 bis 2 Pi, dann haben wir ein halb, einen Cosinus Phi und einen Cosinus Quadrat Phi. Sind wir an der Stelle, wo wir nur noch eindimensionale Integrale ausrechnen müssen, was wir eigentlich eh können. Machen wir das mal. Wenn ich ein halb integriere auf der Strecke von 0 bis 2 Pi, dann kommt Pi raus. Wenn ich einen Cosinus integriere über eine komplette Periode, dann kommt 0 raus. Und dann habe ich noch übrig das Integral über den Cosinus Quadrat. Okay, und was kommt da raus und wie könnten wir das rechnen? Nur so als Wiederholung zwischendurch. Ja, mal hier ein Vorschlag. Okay, Sie wollen aus dem Cosinusquadrat ein 1 minus Sinusquadrat machen. Mach's mal. Moment, Sie können eine Stammfunktion hiervon jetzt gerade sehen. Okay, dann schauen wir es mal hin. Also, Sie sagen, hier machen Sie ein Phi. Ein Cosinus im Nenner. Okay. Ein Sinus hoch 3 oben. Und noch eine 3 unten. Okay, da haben Sie sich überlegt, wenn Sie den Sinus hoch 3 ableiten, kommt erst eine 3 runter, das ist gut. Dann ein Sinus Quadrat, das ist auch gut. Und dann haben Sie gesagt, kommt als innere Ableitung ein Cosinus raus. Den wollen Sie hier wegkürzen. Und dieses mit, da kommt noch irgendwas und ich will das wegkürzen, das funktioniert immer so lange, solange das hier nicht phi abhängig ist. Weil tatsächlich, wenn wir jetzt diesen Ausdruck nehmen und nach phi ableiten, dann brauchen wir ja eine Quotientenregel. Und dann gibt es nicht nur die Terme, die beim Ableiten vom Sinus hoch 3 rauskommen, sondern dann gibt es auch noch die Terme, wo wir den Nenner hier ableiten und den Nenner quadrieren. Und dann kommt leider insgesamt nicht der Sinus Quadrat raus, sondern was Komplizierteres.
Also mache ich das mal rückgängig. Wir sehen von 1 minus Sinus Quadrat nicht leichter eine Stammfunktion als von Cosinus Quadrat. Jawohl. Das 1/2 haben wir, jawohl, Sie haben recht, wir haben 1/2 verschlammt, und zwar hier, ne? Dieses 1/2 haben wir verschlammt, und dieses 1/2 sollte jetzt hier stehen. Wenn wir so umformen, würde es immer noch hier stehen. Sehr gut. Das beruhigt mich irgendwie, weil ich weiß ja, dass insgesamt 3π/2 rauskommen sollen, und ich habe mich gerade schon gewundert, weil ich weiß, dass dieses Integral hier Pi gibt, dass das irgendwie nicht klappen wird gleich. Dankeschön. So, wollen wir uns mit dem Integral beschäftigen oder finden wir diese Umschreibung hier hilfreich? Keine Ahnung, Sie haben einen Vorschlag? Partiell integrieren könnten Sie. Okay, den Cosinus Quadrat schreiben wir als Cosinus mal Cosinus, machen partielle Integration, dann bleibt nachher was mit dem Sinus Quadrat übrig, dann verwenden wir Pythagoras und dann haben wir eine Gleichung für das Integral, was wir ausrechnen wollen. Dieser Weg funktioniert, haben wir mal gemacht. Ist so eine halbe Seite Rechnung jetzt. Dann kommen wir drauf, dass Pi ist, vielleicht auch kürzer als eine halbe Seite, keine Ahnung, ja. Also zwei Zeilen. Einverstanden. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Also wir wollen jetzt. Wir wollen gleich da oben rechnen. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag, vielleicht sogar kürzer, weiß ich nicht, können Sie sagen, ob Sie das kürzer finden. Machen wir mal. Also, partielle Integrationsmethode funktioniert und ich zeige Ihnen jetzt noch was anderes. Wir könnten doch auch sagen, Cosinus Quadrat Phi minus Sinus Quadrat Phi, das kennen wir, und Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Phi, das kennen wir auch. Was kennen wir denn wirklich? Wer kennt was? Wer kann eins der Gleichheitsgleichungen hier vervollständigen? Ja? Unteres 1, genau. Das obere ist Additionstheorem, brauchen wir da. Das Cosinus-Additionstheorem, Coco minus Sisi. Das hier oben ist der Cosinus von 2 Phi. Ja, also die zwei Phi hier denken wir uns als Phi plus Phi und dann das Additionstheorem vom Cosinus. Cosinus Phi mal Cosinus Phi minus Sinus Phi mal Sinus Phi. Coco minus Sisi. Und dann haben wir das hier. So, und damit ist ganz gut. Jetzt nehmen wir die beiden und zählen die mal zusammen, die beiden Gleichungen. Dann steht da 2 mal Cosinus Quadrat Phi ist 1 plus Cosinus 2 Phi. Und jetzt kennen wir also den Cosinus Quadrat besser. Und 1 und Cosinus, das können wir wieder gut integrieren. Also Pi plus 0 plus 1/4 Integral 0 bis 2 Pi. 1 plus Cosinus von 2 Phi d Phi. Okay, und was kommt hier raus? Wenn wir eine 1 integrieren von 0 bis 2 Pi, dann kommt da 2 Pi raus. Und wenn wir den Cosinus integrieren über zwei volle Perioden, dann haben wir wieder gleich viel oberhalb und unterhalb der x-Achse. Da kommt 0 raus. Das heißt, insgesamt gibt der hintere Teil hier noch ein π/2. Und alles zusammen mit dem Pi von da vorne, ein 3π/2 der Flächeninhalt dieser Kardioide. Also das letzte war jetzt Integrale ausrechnen. Das, was Sie noch hier sehen, auf dem ersten Schirm, zumindest hier im Saal, sehen Sie das noch hier. Hier gingen die entscheidenden Überlegungen rein.
Die Entscheidung war zunächst mal, wir integrieren in Polarkoordinaten und dann müssen wir wissen, wie sieht das Volumenelement in Polarkoordinaten aus, diesem L-Faktor, und wir müssen uns die richtigen Grenzen überlegen. Die Hauptstelle, wo wir arbeiten mussten, war überlegen, wie sehen die Grenzen richtig aus. Danach ist es Integrale ausrechnen. Was ist die typische Situation für solche mehrdimensionalen Integrale? Bemerkungen, Fragen, Beschwerden, Anregungen, Begeisterung, jawohl. Ja, also in kartesischen Koordinaten hätte ich ja jetzt gerne irgendwie angegeben, wie denn diese Fläche aussieht in kartesischen Koordinaten. Und ich habe jetzt keine besonders hübsche Gleichung hier. Ich kann vielleicht sogar eine Gleichung kriegen, so eine kubische Gleichung, die mir x und y miteinander in Verbindung bringt und diese Randkurve hier gibt. Und dann würde ich vielleicht versuchen, die nach dem einen oder dem anderen aufzulösen, nach zum Beispiel nach y als Funktion von x oder sowas, und dann in x-Richtung zu integrieren oder vielleicht ja, irgendwie also von hier bis hier oder so, dann sehen wir schon, was passieren würde. Wir hätten hier manchmal vier verschiedene y-Werte. Also selbst wenn wir das hinkriegen, dass wir da einen schönen Ausdruck haben, dann hätten wir vermutlich, mal das nochmal ein bisschen übertrieben hier. Ja. Also selbst wenn wir das hinbekommen, dann hätten wir zum Beispiel hier drüben vermutlich hier vielleicht dieses Stück y als Funktion von x ausdrücken können. Diesem Stück hier irgendwie y als Funktion von x. Diesem Stück hier. Und diesem Stück hier. Und dann hätten wir wirklich allein um diesen ersten Bereich hier auszurechnen, hätten wir schon das Integral genommen mit der Differenz von der Funktion und der Funktion. Also es wär eher gruselig geworden. Wir haben das beim Kreis haben wir das noch hingekriegt, sowohl kartesisch als auch in Polarkoordinaten. Beim Kreis war das noch so, da mussten wir nur sagen, wir haben eine Berandung hier oben, und eine Berandung hier unten, das sind dann so Wurzeln wie Radius des Kreises minus x ins Quadrat und daraus die Wurzel. Da müssen wir von minus der Wurzel bis plus, müssten wir also hier irgendwie in x lang laufen und dann in y-Richtung immer von Minuswurzel bis Pluswurzel gehen. Hier oben, wie auch immer die Formeln aussehen, müssten wir eben einmal von grün bis braun oder was das sein soll gehen und einmal von blau bis rot. Hier können wir das noch schön hinschreiben, Minuswurzel bis Pluswurzel. Und dann konnte man dieses Integral noch ausrechnen. Hier bei der Kardioide glaube ich nicht, dass wir viel Freude haben, wenn wir versuchen, das in kartesischen Koordinaten zu machen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch in anderen Koordinatensystemen integrieren können, die irgendwie dem Problem besser angepasst sind. Da ist das Ding nicht kreisförmig, aber wir haben eben angegeben, wenn ich in die eine Phi-Richtung gucke, wie weit muss ich dann in die R-Richtung gehen? Das sagt mir diese Formel hier. Und dann drängt es sich auf, dass man die Polarkoordinaten verwendet. Dann gucken wir mal weiter. Haben wir das Spielchen noch dreidimensional getrieben? Und zwar habe ich gesagt, wir könnten doch auch in Kugelkoordinaten mal ausrechnen, was jetzt dieser Determinantenfaktor ist, den man da braucht. Und das habe ich nicht vorgemacht, sondern das machen wir jetzt vielleicht zusammen. Also Sie haben ja noch irgendwelche Bemerkungen mittlerweile hier. Auf die Chatwall geschrieben? Nee, haben wir nicht.
Ach so, Sie sehen das gerade gar nicht. Entschuldigung. Also nochmal, hier in der Anleitung haben wir gesagt, jetzt machen wir mal ein dreidimensionales Beispiel. Wir nehmen die Kugelkoordinaten, dann sollte man diese Determinante hier ausrechnen. Das machen wir gleich zusammen. Und wenn man die Determinante ausgerechnet hat, da kommt R² mal Sinus Theta raus, dann können wir zum Beispiel das Kugelvolumen ausrechnen. Und das ist dann wieder gar nicht mehr so schwer, das Kugelvolumen auszurechnen. Kugelvolumen würden wir auch in kartesischen Koordinaten hinkriegen, gerade mit so einer ähnlichen Überlegung wie gerade eben mit diesen Wurzeln. Und dann ist es sogar diese Überlegung nochmal verschachtelt. Würde man vielleicht sagen, wir lassen x von Minusradius bis Plusradius laufen, dann beim y so ein Minuswurzel bis Pluswurzel und dann z nochmal so eine Wurzelschichte. Ja, dann wird es im Rechnen immer schlimmer, kartesisch. Aber in Kugelkoordinaten funktioniert es wunderschön. Okay, dann soll ich das vormachen, wie man den R² Sinus Theta findet? Ja, okay. Hatte ich zwar vorgegeben, dass Sie das probieren sollen. Na, wo ist es? Hier. Aber das machen wir vielleicht mal. Dann schreiben wir noch einmal hier hin. Wie sieht das aus? X, Y, Z ist R Sinus Theta Cosinus Phi R Sinus Theta Sinus Phi R Cosinus Theta. Das sind unsere dreidimensionalen Polarkoordinaten, unsere Kugelkoordinaten. Und jetzt rechnen wir aus, die Determinante dieser Matrix, die wir kriegen, wenn wir x, y, z alle mal nach R, Theta und Phi ableiten. Und vielleicht gehe ich gleich in die nächste Zeile und schreibe noch eine Determinante davor. So, Sie haben es vielleicht in den Übungen neulich auch schon gemacht, als wir diese Umkehrfunktionsaufgabe hatten. Aber jetzt machen wir es nochmal, diese Rechnung vielleicht, dann haben wir die nochmal gesehen und dann können wir in Zukunft für die Kugelkoordinaten einfach immer das R² Sinus Theta verwenden. Wir können uns nachher auch nochmal überlegen, wo das anschaulich herkommt, aber jetzt rechnen wir es einmal aus. Also, wenn wir x, y, z nach R ableiten, bleiben übrig die Winkelterme, die da oben stehen. Sinus Theta Cosinus Phi, Sinus Theta Sinus Phi, und Cosinus Theta. Wenn wir nach Theta ableiten, dann werden aus den Sinus-Dingern hier Cosinus-Terme. Also haben wir R Cosinus Theta Cosinus Phi R Cosinus Theta Sinus Phi und hier unten ein Minus R Sinus Theta. Und jetzt leiten wir noch nach Phi ab. Wird hier aus dem Cosinus ein Minus Sinus, also haben wir Minus R Sinus Theta Sinus Phi. Jetzt wird aus dem Sinus ein Cosinus, also kriegen wir R Sinus Theta Cosinus Phi. Und hier hängt nichts von Phi ab, das heißt rechts unten steht eine 0. Okay. Jetzt würde ich als erstes mal eine Rechenregel verwenden, um ein paar Faktoren aus dieser Determinante rauszuziehen. Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass wir die Determinante ein bisschen vereinfachen, bevor wir anfangen zu entwickeln oder Gauss zu machen oder sonst irgendwas? Ja. Ja, also es gibt die Regel,
Ich kann aus einer Determinante, wenn ich aus einer Spalte oder einer Zeile, wenn ich da überall den gleichen Faktor habe, dann kann ich den vor die Determinante ziehen. Also, ich habe hier ein R und hier ein R. Das können wir rausziehen als ein R. Und jetzt haben Sie gesagt, da hinten gibt es auch nochmal jeweils ein R, weil 0 mal R ist auch 0. Ne? Deswegen haben wir auch in der letzten Spalte ein R. Wir haben sogar noch ein bisschen mehr, was wir aus der letzten Spalte rausziehen können. Ich sehe da auch noch, genau, irgendwas gehört. Ich sehe auch noch ein Sinus Theta. Also, wenn wir hier so ein R Sinus Theta rausziehen. Ah, die Farbe gibt es irgendwie hier nicht. Machen wir das Gelb. Also ein R Sinus Theta, ich hoffe, man kann es so ein bisschen lesen, ziehen wir aus der letzten Spalte raus und ein R ziehen wir aus der mittleren Spalte raus. Und dann haben wir noch zu berechnen die Determinante von Sinus Theta, Cosinus Phi, Sinus Theta, Sinus Phi, Cosinus Theta, Cosinus Theta, Cosinus Phi, Cosinus Theta, Sinus Phi minus Sinus Theta und hier nur noch Sinus Phi, Cosinus Phi 0. Jetzt ist es ein bisschen einfacher geworden. Und wie würden wir jetzt weitermachen? Was bietet sich jetzt hier an zum Berechnen dieser Determinante? Ja. Ja, wir könnten entwickeln. Die Null hätten wir gar nicht dabei beim Entwickeln. Das heißt, welche Zeile oder Spalte wollen Sie nehmen? Die letzte Zeile. Ja, wunderbar. Also entwickeln wir nach der letzten Zeile. Entwickeln nach letzter Spalte wäre übrigens genauso schön gegangen. Jetzt entwickeln wir heute nach der letzten Zeile. Ich schreibe mal hier den R-Quadrat Sinus Theta Term ab, den wir schon hatten. Und jetzt kriegen wir was. Wir haben hier Plus, Minus, Plus. Also Plus mal Plus den Cosinus. Und dann müssen wir die Determinante von diesem Block hier nehmen, ne? Wenn wir nämlich erste Spalte, dritte Zeile streichen, die Determinante von diesem Block, ich schreibe den gleich aus, ich schreibe das gleich aus, ist das okay? Dann haben wir hier direkt stehen, Cosinus Theta, Cosinus Quadrat Phi, minus Cosinus Theta, Sinus Quadrat Phi. Also das hier ist die Determinante in diesem Stückchen hier. So, jetzt ging es weiter. Plus, Minus, Plus, Minus. Also haben wir den Minus Sinus mit einem zusätzlichen Minuszeichen, also insgesamt ein Plus. Das heißt hier Plus, Sinus Theta. Und jetzt haben wir ja wieder das gleiche Spiel, wir streichen so und so und müssen von dem, was übrig bleibt, also von dem hier, die Determinante ausrechnen. Sieht doch auch ganz gut aus. Dann haben wir hier Sinus Theta, Cosinus Quadrat Phi, minus Sinus Theta, Sinus Quadrat Phi und das gefällt mir gar nicht und ich sehe auch einen Fehler, den ich vorher gemacht habe. Wer sieht ihn noch? Ja. Dieses Minuszeichen habe ich verschlammt und das rächt sich jetzt. Ich habe hier ein Minuszeichen und dieses Minuszeichen macht jetzt hier ein Plus draus und das ist natürlich viel, viel schöner, das weiterrechnen. Und jetzt muss ich noch die große Klammer hier auch wieder zumachen. So, was ist denn das hier? Hier ist ein Cosinus und hier ist ein Cosinus. Und wenn ich den rausziehe aus der Klammer,
dann steht da, warum habe ich denn da ein Minuszeichen eigentlich? Ah, das ist das gleiche Problem. Ne? Wie entstand das? Das war die Determinante von diesem Block hier, haben wir gesagt. Der hat auch ein zusätzliches Minus gekriegt. Und deswegen steht hier ein Plus. Dann ist die Welt schön. Ne? Wenn ich jetzt den schwarz unterstrichenen Cosinus Theta rausziehe, dann bleibt da ein Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Phi übrig. Und das ist 1. Das heißt, die ganze Klammer ist Cosinus Theta. Wenn ich aus der Klammer hier ein Sinus Theta rausziehe, dann bleibt auch wieder ein Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Phi, das ist auch wieder 1. Das heißt, diese Klammer hier ist Sinus Theta. So, und jetzt ist super, jetzt steht hier ein Cosinus Quadrat Theta und hier steht ein Sinus Quadrat Theta, das heißt, die ganze riesige Klammer hier, auch 1. Das Einzige, was übrig bleibt, unser Ergebnis steht bereits hier. Das ist r Quadrat Sinus Theta. Jetzt brauchen wir nicht diese Determinante, sondern wir brauchen den Betrag dieser Determinante die ganze Zeit. Also müssten wir hier irgendwie überall noch Betragsstriche machen. Malen Sie sie nicht ab im Moment, die Betragsstriche. Wir möchten überall noch Betragsstriche. Ich behaupte, wir brauchen keine Betragsstriche. Wieso? Ja. Also wir können verschiedene Zweige wählen für diese Kugelkoordinaten. Über welche Bereiche lassen wir unsere Winkel laufen, sodass wir den ganzen Raum abdecken? Und wir machen das ja immer so, dass wir Theta von 0 bis Pi laufen lassen. Und das hat jetzt den schönen Nebeneffekt, dass der Sinus in dem Bereich komplett positiv ist. Das heißt, wir können uns die blöden Betragsstriche da schenken und r Quadrat ist sowieso positiv. Das heißt, wir brauchen tatsächlich nur diesen Term r Quadrat Sinus Theta und nicht irgendwelche dummen Betragsstriche, wenn wir mit den Kugelkoordinaten nachher arbeiten wollen in Integralen. Und jetzt noch anschaulich, wo kommt jetzt dieses r Quadrat Sinus Theta Gewicht her? Man sieht es hier noch so ein bisschen, wo es noch grün und gelb war. Also klar, wenn ich an r wackel, dann überstreiche ich halt eine Fläche so groß, wie ich halt wackle. Wenn ich an Theta wackel, der Winkel, der von der Z-Achse runter gemessen wird, dann, wenn ich an Theta wackel, kommt wieder der Effekt, je größer r gerade ist, desto größer das Stückchen, das die Spitze meines Arms hier überstreicht. Wenn ich an Phi wackel, das war grün, ne? Das war das grüne r, das war das Wackeln an Theta. Wenn ich an Phi wackel, was war denn Phi? Ich nehme mir irgendeinen R-Wert und dann nehme ich mir irgendeinen Theta-Wert, gehe hier rum und jetzt lasse ich Phi laufen, dann laufe ich so einen breiten Kreis ab. Und wenn ich jetzt also an Phi wackel, dann ist, wie groß ich hier wackel, das ist nicht nur abhängig vom R, sondern na, Phi ist ja der Winkel, der hier von der Z-Achse rausgemessen wird. Es ist nicht ein Winkel, der hier unten hängt, sondern müssen wir hier oben mit meinem Finger wackeln. Und wenn ich bei einem anderen Theta bin, ist bei gleichem Phi wackeln, überstreiche ich eine andere Fläche als bei einem anderen Theta. Wenn ich immer so ein Stückchen auf den Breitenkreis gehe und Breitenkreise sind unterschiedlich groß. Daher kommt noch dieser Sinus-Theta-Term her und die R-Abhängigkeit natürlich weiter dabei. Also so können wir das anschaulich noch rekonstruieren. Das grüne R kommt vom Wackeln an Theta. Und das gelbe R Sinus Theta, das kommt vom Wackeln am Phi. Aber brauchen wir auch nicht. Wir können es einmal für alle Ewigkeit einfach hier stur durchrechnen und dann kennen wir diesen Gewichtsfaktor und dann kommt der immer beim Integrieren in Kugelkoordinaten in unsere Integrale rein. Jetzt ist es bereits 4 nach 11. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt,
für unsere 10 Minuten Pause. Entweder haben Sie dann alle möglichen Fragen oder Wünsche, oder ich hätte noch eine Aufgabe, die wir einfach gemeinsam rechnen können, wo wir noch ein bisschen mehr parametrisieren und dann wieder Integrale ausrechnen. 10 Minuten Pause, jetzt ist 5, also Viertel nach geht's weiter.
Gut. Haben wir Fragen, Anregungen, Sachen, die Sie gerne nochmal sehen, erklärt haben oder wie auch immer wollen? Chatwall ist nichts, aber Sie können sich zu Wort melden. Ansonsten würde ich jetzt mit Ihnen noch das Volumen des Vivianischen Fensters ausrechnen. Das ist ein großer Spaß, gilt als schwierig, aber wir kriegen es hin. Wollen wir? Oder haben Sie was anderes? Ja? Okay. Also hier, ich hatte das irgendwann mal als Übungsaufgabe gestellt und so steht es jetzt hier da. Mit noch ein bisschen Anleitung dann gleich, unten in Teilaufgaben zerlegt und wir gehen dann das durch, Stück für Stück. Also in eine Kugel mit Radius 1 werden zwei maximale gleich große zylindrische Löcher gebohrt. Also zylindrisch natürlich, wenn ich wirklich nur aus der Kugel rausbohre, entsteht kein Zylinder, weil hört ja irgendwo auf die Kugel. Also Löcher mit rundem Querschnitt, kreisrundem Querschnitt. Und maximal heißt, also wenn die eigentliche Kugel, mit der wir gestartet sind, Radius 1 hat, dann bohren wir jetzt hier so Sachen mit Radius 1,5 aus. Dreidimensional, ich habe das auf der Wikipedia gefunden, da gibt es den Eintrag Vivianisches Fenster. Mit einer so einer Bohrung würde das ungefähr so aussehen. Hier sehen Sie in Rot den Zylinder oder Ihren Bohrer, der aus der Kugel da jetzt so ein Loch rausbohrt. Wir wollen zwei rausbohren, damit das, was dann übrig ist, so ein bisschen wie so ein Fernglas ist. Ja? Ein Loch raus aus der Kugel und noch ein Loch raus aus der Kugel. Also wenn man dann von hier vorne drauf schaut und zweimal so gebohrt hat, dann soll es so aussehen, wie in meiner Skizze hier. Und hier sehen Sie also, was wir jetzt wirklich machen, ist, wir bohren hier sowas raus, diesen roten Bereich da und dann hier oben diese. Also hier ist jetzt hohl nach dem Bohren, das, was hier so rötlich ist dadurch. Da könnten wir dann durchgucken und es entsteht hier so eine, ui, hatte ich gar nicht, so eine achtförmige Kurve. Eine Acht liegend gewölbt. Die Kurve wird auch manchmal ganz gern angeschaut. Die heißt dann, glaube ich, irgendwie Vivianische Kurve oder sowas. Aber wir gucken uns jetzt also das Volumen von dem an, was wir hier rausgebohrt haben. Also den Teil, nicht den ganzen Zylinder, sondern den Teil des Zylinders, der nur bis hier hingeht, diesen Bohrkörper, was wir jetzt rausholen. Denn wenn wir ausrechnen wollen, wie groß ist das, was übrig bleibt, unser komisches Fernglas, was am Rand nur noch durch einen Punkt zusammengehalten wird, ne? Dieses Ding, was jetzt am Ende rauskommt. Wenn wir wissen wollen, wie groß ist das, was hat das für ein Volumen, dann müssen wir das Kugelvolumen nehmen, das kennen wir, und dann ziehen wir die Volumina der beiden Bohrkörper ab. Das heißt, wir wollen jetzt mal von einem so einem Bohrkörper das Volumen ausrechnen. Und dann machen wir es vielleicht sogar gleich noch so, dass wir nur einen halben Bohrkörper ausrechnen, aus Symmetriegründen. Und dann haben wir irgendwie weniger Fallunterscheidungen, aber das sehen wir gleich. Okay. Jetzt brauchen wir eine gute Wahl von Koordinaten. Sie sehen hier, so ganz perfekt ist es nicht. Da sind zwar viele Kreise, aber die Kreise haben unterschiedliche Zentren. Das heißt, wenn wir jetzt ein Koordinatensystem wählen, das schön an diesen Kreis hier angepasst ist, dann würden wir vielleicht hier einen Ursprung hinpacken und da Polarkoordinaten drumherum basteln, können wir auch. Wenn wir die üblichen Polarkoordinaten nehmen in der XY-Ebene, ja, das mal die XY, wir gucken von oben nach unten haben wir jetzt gebohrt, ne? Gucken wir da irgendwie so durch. Wenn wir hier in der XY-Ebene die üblichen Polarkoordinaten nehmen, dann können wir damit die Ausgangskugel ganz gut beschreiben und auch diese Berandung, wir müssen uns ja jetzt über dem, was ich hier gemalt habe, drüber immer noch diese Kugel dann vorstellen. Das ist ja gewölbt, geht ja nicht einfach nur parallel nach oben, sondern gewölbt. Also denken Sie an das Bild hier. Okay, und da war jetzt die Idee, wir nehmen wirklich in der XY-Ebene mal Polarkoordinaten und beschreiben trotzdem den weißen Kreis hier damit. Und das war in meiner Aufgabe hier mal angegeben. Zeigen Sie, dass hierdurch
XY ist R von Phi mal Cosinus Phi Sinus Phi, ja, also Polarkoordinaten. Und das R von Phi ist einfach der Cosinus. Das ist ein Kreis mit Radius 1/2 um den Punkt 1/2, 0 gibt. Also jetzt machen wir so etwas Ähnliches wie vorhin bei der Kardioide. Wir laufen hier mit dem, vielleicht male ich das auf. Ja. So, hier habe ich das herkopiert. Also wir starten bei Phi gleich minus Pi halbe, also hier senkrecht nach unten. Da haben wir mit Cosinus Phi gehen wir nur 0 weit. Ne? Und dann gehen wir immer so ein kleines bisschen weiter, um diesen Kreis hier abzulaufen. So wie wir vorhin die Kardioide abgelaufen sind. Da reicht es, wenn wir mit dem Winkel Phi von minus Pi halbe senkrecht nach unten bis plus Pi halbe senkrecht nach oben gehen. Also das, was ich hier eingemalt habe, ist alles wieder weg. So. Mal einzeichnen. Laufen das hier so. So ab, so wie wir das vorhin bei der Kardioide auch gemacht haben. Reicht von minus Pi halbe bis plus Pi halbe. Und die Behauptung ist, dass wir immer gerade bis Cosinus Phi gehen müssen. Passt irgendwie am Rand, ne? Senkrecht nach unten gehen wir 0, senkrecht nach oben gehen wir auch wieder 0. Das sind die Nullstellen bei minus Pi halbe und Pi halbe. Bei Phi gleich 0 gehen wir maximal weit, nämlich 1, vom Ursprung bis zu 1. Dann laufen wir gerade den ganzen Durchmesser dieses Kreises mit Radius 1/2 ab. Also das könnte funktionieren. Hey, mein Radierer ist genauso groß wie der Kreis. Toll. Und jetzt wollen wir das ausrechnen. Wie würden wir das zeigen, dass das jetzt wirklich diesen Kreis gibt? Wir finden es jetzt plausibel, das könnte der Kreis sein. Wie rechnen wir das aus? Wie machen wir Aufgabe A? Wollen Sie es mal probieren oder wollen Sie mir Vorschläge machen, was ich tun könnte? Ah. Den was ausrechnen davon? Den Flächeninhalt. Okay, aber dann, selbst wenn wir das ausrechnen, dann wüssten wir nur, dass das Gebilde, was da entsteht, der gleichen Flächeninhalt hat wie so ein Kreis. Könnte ja immer noch irgendwie deformiert sein. Wer kann denn eine Kreisgleichung angeben für einen Kreis mit Radius 1/2 um den Punkt 1/2, 0? Wie sieht die denn aus? Kreis mit Radius 1/2 um den Mittelpunkt 1/2, 0. Auf, die diktiert mir jemand, diese Kreisgleichung. Kreise im Ursprung kennen Sie. X² plus Y² ist R². Jetzt wollen wir nicht um Ursprung gehen, sondern wir wollen um 1/2 0 gehen. Gut, 0 ist immer noch ziemlich 0. Ne? Ja? Okay, also x minus x0. Was ist x0 hier? Also nehmen wir x minus 1/2 ins Quadrat. Mhm. Gleich der Radius im Quadrat, also gleich ein Viertel. Das ist die Kreisgleichung für diesen Kreis. Das wissen wir. So sieht das aus. So, und jetzt können wir ja das hier einsetzen und gucken, ob die Gleichung erfüllt ist. Also.
xy, was setzen wir ein? Für x setzen wir Cosinus Phi mal Cosinus Phi, also Cosinus Quadrat Phi ein, und für y setzen wir Cosinus Phi mal Sinus Phi ein. Und wenn jetzt rauskommt, dass dann immer, egal was Phi gerade für einen Wert hat, diese Gleichung hier erfüllt ist, dann wissen wir, dass dieses Pärchen xy, wenn es so aussieht, immer auf dieser Kreislinie hier liegt. Also wir setzen das ein. So, machen wir mal. Dann haben wir Cosinus Quadrat Phi minus 1/2 ins Quadrat plus, und hier haben wir Cosinus Quadrat Phi minus Quadrat Phi. Das rechnen wir jetzt aus, und wenn 1/4 rauskommt, dann ist gut. Das ist was? Cosinus hoch 4 Phi minus 2 mal 1/2 mal Cosinus Quadrat Phi, also Cosinus Quadrat Phi. Plus 1/2 ins Quadrat, also 1/4, plus Cosinus Quadrat Phi Sinus Quadrat Phi. Da würde ich doch sagen, Cosinus Quadrat sehe ich hier ziemlich häufig. Also klammern wir das mal aus. Und das 1/4 packen wir ganz nach vorne. Haben wir schon. 1/4 plus Cosinus Quadrat Phi. Dann haben wir nochmal Cosinus Quadrat Phi minus 1 plus Sinus Quadrat Phi. Also ich habe bei den drei Termen hier ein Cosinus Quadrat ausgeklammert. Und was kommt jetzt raus? Jetzt haben wir hier hinten einen Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat, das ist 1. Und dann haben wir noch eine minus 1, also ist die Klammer hier 0. Und das freut uns, denn jetzt bleibt ja nur das 1/4 übrig. Also Punkte mit diesen Koordinaten liegen tatsächlich auf dieser Kreislinie. So, das haben wir also gelöst, Aufgabe A. Wir können so einen Kreis angeben in Polarkoordinaten. Und jetzt möchten wir das Volumen eines der herausgebohrten Teile berechnen, steht hier. Führen Sie dazu für die in der Skizze eingezeichnete XY-Ebene Polarkoordinaten ein. Gut, das ist ja irgendwie, das haben wir schon vorbereitet jetzt. Und vervollständigen Sie diese zu Zylinderkoordinaten. Den Begriff kennen wir noch gar nicht. Aber das heißt schlicht, dass wir noch eine Z-Koordinate dazu packen. Machen wir auf dem Übungsblatt auch, dürfen Sie dann gerne damit arbeiten. Das heißt aber ja auch, dass wir in Z-Richtung gar nichts machen. Das heißt, aus unserem dx, dy wird ein rd, rd, phi und das dz bleibt ein dz. So, und jetzt integrieren wir. Und jetzt machen wir mal, müssen wir überlegen, was sind die richtigen Grenzen? Machen jetzt solche Koordinaten hier, x, y, z ist r Cosinus Phi, r Sinus Phi, z. Was sind jetzt die richtigen Grenzen in r Phi und z? Die brauchen wir jetzt. Wenn wir bei z gleich 0 sind, da kennen wir das jetzt schon. Da laufen wir mit dem Phi minus Pi halbe bis Pi halbe und mit dem R von 0 bis Cosinus Phi. Dann laufen wir genau, so wie es noch hier mit den blauen Linien eingezeichnet ist, diesen Kreis hier ab. Jetzt müssen wir noch nach oben gehen, in die Z-Richtung, aus unserer Zeichenebene raus hier, da von der Wand, also nach vorne. Und ich sage ich gleich, wir nehmen einen halben Bohrkörper, da können wir nämlich Z von 0 bis irgendwo hinlaufen lassen, und dann haben wir nachher, müssen wir den nachher viermal nehmen und vom Kugelvolumen abziehen, unser Ergebnis.
Also, wie weit lassen wir Z laufen? Sehen Sie das schon? Oder haben wir vielleicht eine Skizze? Wenn ich hier nach oben Z mache und hier nach rechts zum Beispiel X, dann sehe ich doch hier, naja, ein Stück einer Kugel, beziehungsweise in dem Durchschnitt hier nur noch so ein Viertelskreis, na, ich habe den Kreis irgendwie nicht gescheit gemalt heute. Sie verstehen, was ich meine. Also, so. Wenn ich hier nicht X hinschreibe, sondern Y, dann sieht das Bild genauso aus. Wenn ich hier nicht eine Achse in X- oder Y-Richtung, sondern in irgendeine Richtung nehme, das ist jetzt nur die graue Kugel, die wir hier sehen, dann sieht das Bild immer gleich aus. Also ich könnte auch, vielleicht viel sinnvoller, ja, R hinschreiben. Ja, das R war ja hier der Abstand vom Ursprung in der XY-Ebene oder dann parallel verschoben. Abstand von der Z-Achse also immer. So, wenn ich jetzt also von irgendeinem Punkt in der XY-Ebene bis zum Rand der Kugel gehen möchte, irgendeinen Punkt in der XY-Ebene gebe ich an durch R und Phi. Phi ist irgendwie wurscht, bis zum Rand der Kugel gehen, nur R ist wichtig. Wie weit muss ich dann gehen? Was kriege ich jetzt hier für eine, diese Kurve hier? Eine Berandung, wenn ich Z als Funktion von R schreiben will. Hier ist übrigens 1, hier ist 1. Entschuldigung, Sie wollten mir das gerade sagen. Z ist die Wurzel aus 1 minus R Quadrat. Weil ja meine Gleichung zur Beschreibung der grauen Kugeloberfläche, oder wenn wir nochmal dieses Wikipedia-Bild hier gehen, der blauen Oberfläche, ja, hier. Das ist ja Z Quadrat plus R Quadrat gleich 1, das ist meine Kugelgleichung. R Quadrat ist X Quadrat plus Y Quadrat. Ja? Also Z Quadrat plus X Quadrat plus Y Quadrat gleich 1, das ist meine Kugeloberfläche. Also, ich muss jetzt hier in Z-Richtung gehen bis Wurzel aus 1 minus R Quadrat. Dann habe ich den richtig abgeschliffenen Teil von meinem Bohrkörper, das, was eben nur da ist, weil ich es ja aus der Kugel raus bohre. So, und jetzt habe ich die richtigen Grenzen. Also jetzt können wir die hier hinschreiben. Vielleicht schreiben wir die einmal hier drüben hin. Wir lassen Phi laufen von, oder ich schreibe es mit Ungleichungen, oder? Von minus Pi halbe bis Pi halbe. Dann lassen wir R laufen. Von 0 bis Cosinus Phi. Das ist die Überlegung aus A. Und was wir uns jetzt gerade noch überlegt haben, ist, wir lassen Z laufen. Von 0 bis Wurzel aus 1 minus R Quadrat. Und dann gibt das zusammen einen halben Bohrkörper. Halber Bohr. Körper. Also was uns am Ende interessiert, ist dann das Kugelvolumen, das Volumen der grauen Kugel oder der blauen in diesem Bild hier, Kugel, minus viermal das, was wir jetzt ausrechnen. Okay. Sie im Saal hier, habt die Seite davor noch sichtbar. Also,
Volumen eines halben Körpers. Haben wir jetzt ein Integral zu bilden? Von minus Pi halbe bis Pi halbe. 0 bis Cosinus Phi und von 0 bis Wurzel aus 1 minus R Quadrat. Und jetzt schreiben wir hier nicht hin dx, dy, dz, sondern wir haben ja hier ein dz und dann schreibe ich mal r dr d Phi. Also das sind ja die Phi-Grenzen, das ist das R-Integral und das hier ist das Z-Integral. Und hier habe ich statt dx, dy, habe ich wieder r, dr, d Phi geschrieben. Also ich habe nur eine... Ich mache ein dreidimensionales, wir nehmen jetzt mal den Standpunkt, wir machen ein dreidimensionales Integral, aber haben nur in der zweidimensionalen Ebene xy haben wir eine Koordinatentransformation gemacht. Statt der Koordinaten xy nehmen wir die Koordinaten r und phi. Also wir machen eine zweidimensionale Koordinatentransformation. Wissen wir schon, das gibt uns diesen zusätzlichen Faktor r hier in dem Integral. Und an den z haben wir nicht irgendwie groß rumgerüttelt. So, und jetzt müssen wir es ausrechnen. Z-Integral als erstes. Da brauchen wir eine Stammfunktion. Als Funktion von z steht hier eine 1. Ne? Also Stammfunktion wäre z. Oder insgesamt steht da der Integrand r. Und wenn wir das nach z integrieren, haben wir also r mal z. Als Stammfunktion. In den Grenzen z gleich 0 und z gleich Wurzel aus 1 minus r Quadrat. E r e phi. Das ist Integral minus Pi halbe bis Pi halbe. Integral 0 ist Cosinus Phi. Jetzt setzen wir das hier richtig ein. An der unteren Grenze kriegen wir 0 und an der oberen Grenze kriegen wir r mal 1 minus r Quadrat, daraus die Wurzel. Dr Phi. Das ist ja sehr erfreulich, weil wir hier die innere Ableitung haben. Wenn wir also aus der Wurzel ein hoch 3 halbe machen, kriegen wir beim Ableiten gerade ja nachher ein 2r raus. Und das ist genau das r hier, was wir brauchen. Immer, wenn wir noch konstante Faktoren haben, packen wir uns die irgendwie dazu, um das auszugleichen. Aber wichtig ist, dass wir die richtige Abhängigkeit von den Variablen, die muss schon da sein, sonst klappt es nicht. Also, minus Pi halbe bis Pi halbe. Und jetzt schreibe ich hier 1 minus r Quadrat hoch 3 halbe. Und bis auf den Zahlenfaktor stimmt das jetzt schon. Wenn ich das ableite, kommen 3 halbe runter. Das kompensieren wir, indem wir 2 Drittel hinschreiben. Und dann kommt als innere Ableitung minus 2 mal r raus. Ich will aber nicht minus 2 mal r, sondern ich will nur r haben. Also schreiben wir noch einen Faktor 1 durch minus 2 hier hin. Und dann stimmt es wieder. Die 2 können wir gleich kürzen. Und dann, aha, halt, und dann können wir hier richtig einsetzen. Und zwar r gleich 0 ist r gleich Cosinus Phi. Und am Ende müssen wir noch in Phi-Richtung integrieren. So, also die 2 wird sich, das Minuszeichen muss ich mitnehmen. Und dann bleibt übrig. Vielleicht ziehen wir den Faktor nach vorne. Ein Minus, ein Drittel. Integral minus Pi halbe bis Pi halbe.
1 minus Cosinus Quadrat I hoch 3 halbe d Phi. Ah, Gottes Willen. Und an der unteren Grenze gibt es aber auch einen Beitrag. Gucken Sie mal. Wenn wir R gleich 0 einsetzen, steht da eine 1, oder? Die sollte man nicht verschlampen. Minus 1. So ist besser. Einverstanden? Jetzt stört mich das mit den Vorzeichen. Doch, gucken Sie mal, ich habe da ein Vorzeichen, Minus davor, dann drehen wir doch einfach die Reihenfolge in der Klammer da um. Und außerdem mache ich aus dem 1 minus Cosinus Quadrat mal ein Sinus Quadrat. Dann habe ich das Integral, ein Drittel mal das Integral, minus Pi halbe bis Pi halbe, 1 minus Sinus Quadrat hoch 3 halbe d Phi. Jetzt sieht es schon ein bisschen freundlicher aus. Jetzt würden wir ja vielleicht gerne Sinus Quadrat und wieder die Wurzel ziehen, einen Sinus hinschreiben, aber eigentlich kriegen wir erstmal einen Sinusbetrag. Und was quadrieren und anschließend die Wurzel ziehen, kriegen wir einen Betrag. Und tatsächlich läuft unsere Integration hier minus Pi halbe bis Pi halbe, da ist der Sinus mal negativ und mal positiv. Aber eigentlich sehen wir doch hier ein bisschen Symmetrie. Wir kriegen in dem Bereich von minus Pi halbe bis 0, kriegen wir den gleichen Beitrag nochmal wie im Bereich von 0 bis Pi halbe. Das heißt, wir machen es uns einfach und sagen, das ist 2 Drittel mal das Integral 0 bis Pi halbe, 1 minus Sinus Quadrat Phi hoch 3 halbe. Und jetzt ist Sinus Quadrat Phi hoch 3 halbe wirklich einfach ein Sinus hoch 3. Jetzt ist der Sinus auf dem ganzen Bereich immer positiv. Also haben wir 2 Drittel Integral 0 bis Pi halbe 1 minus Sinus hoch 3 d Phi. Und was schlagen Sie vor, wie integrieren wir den Sinus hoch 3? Gibt es wieder viele Möglichkeiten. Das könnte die schnellste werden. Ich schlage Folgendes vor, wir machen aus dem Sinus hoch 3 einen Sinus Quadrat mal Sinus. Und aus dem Sinus Quadrat machen wir ein 1 minus Cosinus Quadrat. Und plötzlich können wir von allem, was da steht, Stammfunktionen angeben. Kommen Sie her. Integral 0 bis Pi halbe, die 1 bleibt eine 1. Jetzt, Sinus hoch 3 ist Sinus Quadrat mal Sinus. Sinus Quadrat ist 1 minus Cosinus Quadrat. Also die 1 wird noch mit einem Sinus multipliziert. Und dann plus Cosinus Quadrat mal Sinus. Also ich habe hier an der Stelle zunächst aus Sinus hoch 3 habe ich gemacht Sinus Quadrat mal Sinus. Und dann habe ich aus dem Sinus Quadrat einen 1 minus, ein 1 minus Cosinus Quadrat. Ja. Cosinus Quadrat gemacht. So, und von den Sachen, die da stehen, können wir Stammfunktionen angeben. Das funktioniert jetzt. Gucken wir uns das hier irgendwie so. Wir machen neuer Seite hinzufügen. Diese 0 da oben wissen wir. Und jetzt sehen Sie, also hier im Saal sehen Sie die vorherige Rechnung auch noch. Das ist gut. Und außer müssen Sie es aushalten damit, dass Sie nur noch das sehen jetzt. Im Zweifelsfall zurückspulen. Also 2 Drittel
Jetzt können wir eine Stammfunktion angeben. Dann machen wir hier ein Phi draus. Minus Sinus hat als Stammfunktion einen Cosinus. Und aus dem Cosinus Quadrat, na, dann mache ich einen Cosinus hoch 3 mit einem Drittel davor. Das Ableite kommt die 3 runter. Okay, kürzen wir, dann bleibt ein Cosinus Quadrat übrig. Als innere Ableitung gibt es Minus Sinus, also brauchen wir hier ein Minuszeichen. Das Ganze in den Phi-Grenzen 0 bis Phi halbe. Pi halbe, was passiert da an der oberen Grenze? Da steht hier erstmal ein Pi halbe vom ersten Term. Der Cosinus von Pi halbe ist aber 0. Das heißt, ich habe hier noch wegen mir ein Plus 0 und ein Minus 0. Und dann kommt die untere Grenze. Da haben wir hier eine 0 plus eine 1 minus ein Drittel. Also insgesamt steht hier 2 Drittel mal Pi halbe plus ein Drittel. Irgendwas gefällt mir mit den Vorzeichen gerade nicht. Habe ich irgendwo ein Vorzeichen verwurschtelt? Sehen Sie eins? So, erstmal da hinten kein Drittel, sondern da hinten ein minus 2 Drittel, genau, und das ist das, was ich auch haben will. Vielen Dank. Hier steht 1 minus 1 Drittel ist 2 Drittel und hier ist ein Minuszeichen. Also ist insgesamt minus 2 Drittel. Das gefällt mir besser als das, was vorher da stand. Oder wir können es noch ausmultiplizieren. Jetzt steht hier i Drittel minus 4 Neuntel. Das war das Volumen eines halben Bohrkörpers. Überziehe ich schon? Ich hoffe nicht. Um genau richtig zu Ende. Eines halben Bohrkörpers. Das heißt, das Vivianische Fenster, dieses Fernglasding, durch das wir durchgucken wollen, die Kugel mit den zwei rausgebohrten Kanälen, was hat die für ein Volumen? Volumen des, sagen wir mal, des Restkörpers. Nach herausbohren der beiden Löcher. Das ist also das Kugelvolumen. Minus viermal das Volumen des halben Bohrkörpers, ne? Also vier halbe sind zwei ganze. Vier halbe sind zwei Maß. So. Volumen eines halben Bohrkörpers. Die Kugel hat Radius 1, also ist das Kugelvolumen 4 Pi Drittel minus 4 mal Pi Drittel minus 4 Neuntel. Die 4 Pi Drittel gehen weg und es bleiben tatsächlich 16 Neuntel übrig. Das heißt, obwohl da alles so wunderschön rund war und so viele Kreise, wir sind gestartet mit einer großen Kugel und haben dann so abgerundete Zylinder Sachen daraus gebohrt, alles rund ohne Ende, haben wir ein Ergebnis ohne Pi. Am Schluss, das was rauskommt, das Restvolumen in unserer Geschichte hier, ja, kann man nochmal zurückgehen, wir gucken nur von oben drauf, das Restvolumen ist also tatsächlich 16 Neuntel.
Das ist ganz lustig, dass da kein Pi mehr drin steckt. Was haben wir gelernt dabei? Wir haben jetzt eine etwas aufwendigere Aufgabe gerechnet, wo wir das ganze Zeugs wieder gebraucht haben von heute. Und wir haben wieder gesehen, die Hauptarbeit geht in das Finden der richtigen Grenzen. Wir gucken das Ding an, wählen ein geeignetes Koordinatensystem und müssen die Integrationsgrenzen richtig angeben. Da geht die Hauptarbeit rein. Ein bisschen Arbeit geht auch noch je nach Koordinatensystem, was wir verwenden, rein, dass man diesen Gewichtsfaktor ausrechnet. Den hatten wir jetzt hier gerade schon. Das war einfach nur ein R von dem RDRDFI. Ne? Also das kann sein, dass man so wie hier, wo wir vorhin gearbeitet haben, mal so eine Determinante ausrechnen muss für den Wechsel in das neue Koordinatensystem. Aber das ist eine reine Rechnerei, wenn man sich entschieden hat, welche Koordinaten man verwenden möchte. Die entscheidende Arbeit, wo man die richtigen Koordinaten wählen muss, vielleicht kriegt man auch in irgendwelchen Aufgaben manchmal einen Tipp, welche Koordinaten man nehmen sollte, die geht hier rein. Und dann sich zu überlegen, was sind die richtigen Grenzen. Also das hier, da wären wir vielleicht nicht gleich selber drauf gekommen, dass wir damit diesen Kreis kriegen, aber das haben wir zumindest hier nachgerechnet, dass wir damit diesen Kreis kriegen. Und dann haben wir diese Überlegung hier vor allem noch gebraucht. Was ist die Z-Grenze in Abhängigkeit des Wertes von R? Und danach ist es Rechnen und aufpassen, dass man nicht gerade Variablen verwechselt oder so. Und hier noch eine Rechnerei kam. Gut, jetzt können Sie angeben, dass wir das, Sie wissen, wie man Riveianische Fenster berechnet. Übrigens, mit der Berandungskurve passiert sowas ähnlich Nettes, wenn man, wo ist es hier? Wenn Sie jetzt von der dicken roten Linie, die jetzt hier entsteht, das ist ja diese 8, die da gewölbt auf der Kugeloberfläche drauf liegt, wenn Sie jetzt den Flächeninhalt berechnen auf der Kugeloberfläche, sowas können wir noch gar nicht, ne? Eine gewölbte Fläche und von der den Flächeninhalt berechnen. Das machen wir übrigens nächste Woche. Vielleicht nicht gleich für das Beispiel, aber im Prinzip nächste Woche. Wenn Sie das machen, dann stellen Sie fest, dass da also so wie eine Quadratur des Kreises nicht möglich ist, wäre eine Quadratur dieser Fläche tatsächlich möglich, weil das jetzt auch wieder so eine Fläche ist, wo nachher ein Flächeninhalt ohne irgendein Pi rauskommt. Also dieser lustige Effekt, den wir jetzt hier gerade hatten, dass da am Ende kein Pi mehr drinsteckt, der wiederholt sich da bei der Oberfläche von dem rausgestoßenen Ding noch. Das nur als kleine Kuriosität und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns nächsten Montag wieder und dann lernen wir auch, solche gewölbten Flächen zu berechnen. Dankeschön.